oder irgendwas anderes. Oh, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Dann können wir uns erstmal schön verstecken. Und wenn er getroffen wird nach ein paar Schüssen, macht er den Necronomicon-Effekt. Ey, wir waren über den Stein. Ey, wir sind über den Stein. Unser schönes Herz. Mano. Hätten wir eine Bombe, könnten wir ja den Stein nach unten zersprengen. Alter, ich bin doch da oben drüber. Wie gemein. Ja, jetzt machst du den Necronomicon-Effekt. Echt ein bisschen spät. Kumpel. Sag ich, Hitbox ist echt groß. Wir fliegen schon über den Stein und trotzdem trifft uns. Das ist mies. Echt nicht schön. So, Goldraum und Shop. Die fehlen uns beide nach. Ach, guck, weißt du was? Da ich fliegen kann, ich gehe auf safe. Auf eine sichere Tour. Ein Key. Was, wenn die ganzen Keys hier los? Oh, das ist gut. Hätten wir jetzt noch... Ja, könnten wir das... Oh, schneller schießen. Aufpassen. Ich war von der Kiste abgelenkt, dass ich nicht kämpfen konnte gerade. Schnell schießen, das ist Hammer. Ey, guck mal, wie schnell, Alter. Mit dem Cancer, also mit dem Krebs, haben wir so eine hohe Schussrate. Die ist fast richtig feierlich. Nein! Boah, gerade so durchgeschossen. Wir haben ein bisschen seitlich abgedrängt durch den Schuss. Wir haben so viel Keys, wir gehen einfach rein. Und Creed, ja, aber das war klar. Das, dein Geld brauche ich jetzt eh nicht mehr. Nein! Ah, verdammt. Ich krieg Schaden, werde stärker. Ja, aber ich will nicht stärker werden. Ich will Sachen kaufen. Käuflich erwerben möchte ich. Na, du, Geist. Entfernen Sie sich bitte. Blauen Feuer. Ich brauche Bomben. Sowas von. Ha, oh, guck mal, der Schaden, wie wir jetzt wegkratzen, Alter. Wow. Oh, ein Herz. Wir haben Glück. Noch ein Herz. Yay. Ein Goldraum noch und dann sind wir. Oh, guck mal an. Ja, wir brauchen auch kein Geld mehr. Nein, verdammt. Nein. Bombe, ja, gut. Ich probier's mal da oben. Komm schon! Ah, verdammt, kein Geheimraum. So, wo war jetzt der Stein, den wir zersprengen können? Gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall muss er irgendwo da sein, wo wir schon gewesen sind. Ha, such a brain. Da unten. Ja, eine Bombe kriegen wir wieder zurück. Und ein Seelenherz. Yeah! Goldraum ist oben oder unten. Ich gehe erstmal nach unten, weil da ein großer Raum ist. Großer Raum, sehr schwer. Ach, das ist ja natürlich was anderes zum Gucken. Das sind unsere Riesentränen. Ich wollte gerade ausweichen und bin dadurch in den Gegner rein. Mann, oh Mann. Ach, weißt du was? Zwei Schlüssel haben wir. Aber nicht so viele Bomben. Ach doch, guck mal. Haha. Aber ich kann trotzdem alle, wenn ich zusammenschiebe, kann ich die auch so schubsen? Nee. Dann mache ich so halt ein bisschen. Kann ich da alle mit einmal aufsprengen? Juhu! Guck mal, hier unten guckt gerade jemand raus. Wenn wir bei Mom sind, kommen wir nicht mehr raus. Das heißt, wir nehmen das Herz mit. Außer wir hätten eine Karte wie so Fool oder sowas. Dann würden wir natürlich wieder rauskommen. Und? Ein schwarzes Herz, juhu. Unser Herz ist etwas sicherer. Goldraum, yeah, Goldraum, wow! Und da die auch in Abgründe springen können, ist es egal, wo wir uns hinstellen. Oh, guck an. Gib mir was Gutes. Wir sind bei Mom. Fast bei Mom. Das ist nur eine aktive Attacke. Und wenn ich angreife... Was? Also, mit dem Boomerang-Effekt ist es schon irgendwie cool. Aber wir müssen halt tierisch nah ran beim Gegner. Und wir können nicht mehr fliegen. Nö. Ich will Fliegen wieder haben. Ist doch irgendwie nice. Ich würde mal gerne wissen, was es bei Brimstone macht. Was für ein krasser Effekt da kommen sollte. Brimstone und diesen Tränen-Effekt, der muss richtig abgehen. Wenn auch. Wie bei dem. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Dieser Katzenkopf. Dieser gelbe Katzenkopf. Wenn man den aktiviert, dann kriegt man seine Tränen, die überall lang fliegen. Ach, den nutze ich mal. Ich habe genug Glück. Nee, habe ich nicht. Hätte noch einen Geheimraum suchen können, aber. Ich habe schon die ganze Zeit nicht gemacht. Was soll's? Das ist Isaacs Mom. Stimmt, war ja noch gar nicht der richtige Kampf. Aha. Naja gut, das muss ich wieder ausweichen. Der Gegner kam mir zu nahe. Los, schießt mein Begleiter an. Oh, Taurus. Taurus, komm schon, Mom. Mom. Lass mich dich hitten. Okay, das war's schon. Juhu. So, was finden wir hier? Hiermit können wir uns buffen. Und das andere ist so ein, ja... Wow, wir sind Devil Room reported worden. Ich nehme den einfach mit.
Let's crunch right from below. Ich weiß nicht, was das macht, aber... Hey, warte mal. Der hat doch vorher nur eins gekostet hier. Book of Belial. Wo wollen wir überhaupt hin? Mit Samsung kauft man beides noch nicht. Gehen wir in die Hölle oder gehen wir jetzt... Ich gehe zu Isaac. Kann natürlich sein, dass ich sterbe, klar, aber sowas kann immer passieren. Und mit Samsung habe ich jetzt zumindest das Herz auf Hardcore geschafft. Auf dem Hard Mode. Hard Mode, so. Verwechsel das immer gerne. Kein Herz verloren, da wir ein Seelenherz noch. Einen Seelencontainer hatten. Einen leeren. Bam, 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 bam. Er trifft uns nicht und wir ihn aber dafür. Umso mehr. Ich bleibe auf dem Stein, das ist sicher. Hier vielleicht nicht ganz. Doch, ist es. Hey! Haha. Ich mag den Begleiter gut. Also könnte man zum Beispiel, wenn man dieses Blatt hat, die einfach hinstellen und warten. Der macht schon alles für ihn, wenn die Gegner nahe noch rankommen. Oh, guck an. Ja, nee, brauchen wir nicht. Danke, aber... Danke, dass du mitdenkst, Spiel. Aber wir brauchen es gerade nicht. Au! Ha! Komm her, Spinne. Ich verstecke mich hier. Das ist alles nur Taktik. Das ist ein geordneter Rückzug. Yes! Taurus! Was sagen wir? Er ist der Speed 4. Okay. Standardmäßig 4 bestimmt. Standardgemäß 4 Speed. 4 Speed. Trollbomben. Ja, schick mal da hoch zu den Steinen. Nicht drin. Okay. Hätte ja sein können, wir hätten es geschafft, einen Geheimraum aufzusprengen, wenn er in dem Raum gewesen wäre. Was denn hier? Was geht denn hier ab? Komm, Buddy. Hit alles weg da oben. Was, Alter. Den Raum haben wir ja auch noch nie gesehen. So viele Augen, die einen beobachten. Ich fühle mich beobachtet. Du dich auch? Ja, jetzt nicht mehr, ich weiß, aber... Dass ich den Raum betreten habe. Ich habe solche Blicke im Nacken gespürt. Wow. Dann trägst du zwar meine einen zumindest aus. Jetzt gehen wir hier rum. Gehen immer nur im Uhrzeigersinn. Nee, doch nicht. Ah, auf den kürzesten Weg drehen sie sich immer zu uns. Komm schon, mach kaputt das Ding. Ah. Ah. Ha, ich kann mich hier verstecken. Du rast nur in meinen Begleiter rein. Das hast du jetzt so nicht gedacht, wa? Muss man mal hier nutzen. Einfach mal, yes! Einfach warten und hier Taurus reinsemmeln. Okay, stopp. Jetzt müssen wir ausweichen. Wie der Fußball immer sagt, wir nehmen jetzt die Geschwindigkeit raus und spielen auf Sicherheit. Geordneter. Geordnet, aber Sicherheit. Puh, ist so dunkel. Ist hier irgendwo so ein Stein mit einem Kreuz? Ich hoffe, ich übersehe keinen. Weil ich habe gerade Bomben bekommen. Könnt ihr auch auf gut Glück probieren. So einfach mal hier, weil ich lustig bin. Nee, war ja klar. Ansonsten, ich weiß, die haben Kreuze, aber... Das da ist einer! Ja, das ist einer! Alter, nee, hier, guck doch mal. Der Stein hat rechts oben ein Kreuz. Auf der rechten oberen Seite, der links neben mir steht. Das ist voll gemein, das ist sowas von ein Kreuz. Ich fühle mich gerade ein bisschen veräppelt. Ich fühle mich veräppelt. Nee, jetzt fühle ich mich verscheißert in dem Raum hier. Nach so einem harten Raum kommt hier so ein Billo-Raum. Ich fühle mich verscheißert. So, ihr könnt jetzt mal meine Unverwundbarkeit spüren. Böse Gegner. Meine Bomben verbraten für nichts. Und wieder nichts. Range down. Nö. Können wir zwar mitnehmen, aber wir werfen es bei der nächsten möglichen Gelegenheit ab. Gibt auch eine Tasse zum Wegwerfen, aber ich fühle mich sonst zu leer. Wenn ich nichts tragen kann. Na. Achtung. Perfekt. Jetzt brauchst du wieder, um hinterher zu kommen. Von wo kommen wir so viele Truhen? Kommen die so viele Truhen durch mein ganzes Glück, was wir haben? Durch drei Glück? Ich habe sonst nie so viel bekommen. Was? Hat er jetzt mal geblutet? Das fand ich aber nicht nett. Ach so, oh nein. Unsere schönen Herzen. Hätten wir doch für den Endkampf gebraucht. Mano. Ach, hier ist nix. Ah. In dem Moment, als ich gesehen habe, da die schießen. Futsch. War ich schon drinne. Shit happens. Wir könnten aber noch gucken nach einem Geheimraum. Ich würde den... Nee, würde ich hier nicht einordnen. Würde dann nicht passen. Da unten vielleicht? Hier sieht's gut aus. Komm schon, Geheimraum und Herzen. Yeah. Und eine Kiste. Seelenherz? Nö, aber Bomben. Bomben sind gut.
Dann kann ich nach einem super Geheimraum suchen. Super. Könnten wir noch dashen nochmal? Oder warte mal. Sollen das hier die... Nee, das sind nur Geschwüre. Der Ausgang sieht noch aus wie so ein... Aber ist nicht. Vorm Boss. Ich probiere das mal die Taktik. Vorm Boss. Ein super Geheimraum zu suchen. Oh, der blutet ein bisschen. Nee, das waren meine eigenen Tränen. Ha. Lass mal meinen Begleiter machen hier. Sonst blutet der mich voll. Mag ich nicht. Pinky Eye. Nimm das Herz weg und können vergiften. Bei der Schussfrequenz ist es doch relativ oft. Zwar nicht richtig oft, aber es geht. Ach komm. Zack, zack, zack. Yes! Guppy's Tail. Noch ein Guppy-Item, da sind wir eine Katze. Nein! Boah. Oh, ein Herz haben wir hier auch. Sehr schön. Taurus lädt sich bestimmt auch direkt demnächst auf. Ich merke schon, ich werde schneller. Und ich fliege natürlich. Ha, Loki. Was soll jemand sagen? Loki ist in der Sage stark. Na gut, in der Sage schon, aber Isaac nicht ganz so. Also Loki. Gegen Thor. Nee, der Bruder von Thor ist auch Loki gewesen, oder? Zumindest in den ganzen Film. Wie es nun wirklich ist. Kann natürlich sein, ja, aber ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt. Ich lebe nur davon, was mir vorgegaukelt wurde. Oh, wir müssen aufspringen. Okay. Eine Bombe und noch ein Herz, was wir nicht aufheben können, leider. Hätten wir jetzt Bam. Hieß der? Friend Bam oder Bam Friend oder irgendwie so? Dann hätte er alles für uns umwandeln können. Ivy. Samsung vs. Ivy. Kommen die uns zu nah, werden sie platt gemacht. Ich habe da so einen Kumpel, der kann sowas. Der fliegt mit mir rum. Und verlässt mich nie. Yes, das ist auch cool. Zack, 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 zack. Nochmal, komm, und. Ja, fast. Am Ende habe ich es nicht mehr probiert, weil ich wurde ja demnächst nicht mehr unverwundbar. Oh, ja. Läuft momentan, würde ich sagen. Fliegen ist richtig gut, dann brauche ich mir keine Sorgen machen ums Areal. Was meistens immer bei mir... Ja, was dazu führt, dass ich kaputt gegangen bin. Und so kann ich Taurus besser einsetzen. Speed down, Range down, was ist denn hier los? Gib mir doch mal gute Sachen. Gute Sachen. Susi ist süße Säure mit süßer Sahne. Süße Sahne mit saurer Suppe. Komm, super Geheimraum. Yeah! Etwas, einfach nur erraten. Ein schwarzes Herz, perfekt. Da wir schon so viele verloren haben, war das jetzt ein Segen für unser Gemüt. Hä, warte mal. Wir sind da. Achso, wir sind Utero 1, deswegen, okay. Wenn ich hier drauf stehen bleibe, dann haben wir Glück. Wird jetzt der Effekt da immer ausgelöst? Nee, ne? Genau, vor sowas kann ich mal ausweichen. Yeah, komm schon! Ne. Und weg hier. Die Stacheln treffen uns auch nicht mehr jetzt leider. Ich meine, das zum Glück. Na, ausweichen. Das Fliegen ist hier Hammer bei dem Gegner. Gegen den Gurdy. Baby Gurdy. Speed und Shoot Speed Up. Yeah, wir sind noch schneller. Die ganzen Speed Updates lohnen sich richtig bei Taurus. Ich muss schon sagen. Bisher läuft's gut, aber wir haben zu wenig Herzen, um gegen Isaac zu bestehen. Deswegen vermute ich schon fast, dass es ein Reinfall wird. Obwohl, warte mal, nein. Wir können auch diesen Begleiter da vorstellen. Wenn Isaac hier in der Mitte steht, stellen wir uns so hin. Und jetzt würde nur den Begleiter treffen. Das klingt nach einem Plan. Gefällt mir. Seems like... legendär. Wie hieß es? Seems like legend? Ja, gab's doch so ein Bild mit so einem Typen und so einem, Trinkglas. Finde ich hier irgendwo ein Felsen mit einem Stein. Das ist kein Stein, das ist nur ein Riss. Man könnte auf gut Glück sprengen, da kommt doch ab und zu was raus, aber die Möglichkeit bei 3 Bomben wäre mir recht spärlich. Mag ich nicht probieren, muss ich sagen. Oh. Tja, greif mal an. Ich spiele auf Sicherheit. Ich will keine Leben verlieren. Huch. Das hier sieht aus wie ein Kreuz hier rechts neben mir. Weil wird es garantiert nicht sein. Pass auf. Oh. Geheimgang. Eine schwarze Bohne? Was machten die? Nein. Mano. Ich habe doch keine schwarze Bohne bisher. Tooth Black. Auf Berührung. Den hatte ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, was die macht, aber wenn es ein
passives Item ist, dann muss es ja relativ gut sein. Hoffe ich mal. Okay. Achtung. Sie können uns böse treffen. Wir sie aber auch. Na. Und mit dem Shoot Speed kommen wir bis zur anderen Seite. Wir haben hier noch Herzen zum Heilen. Perfekt. Warum geht die Tür nicht zu? Bleibt die immer offen? Es gab hier noch so einen super Geheimraum. Das habe ich auch aufgenommen. Da kannst du hier... siehst du das gleiche wie hier? Da kannst du aber hier rechts nochmal in den rechten Bildschirm gehen. Da findest du noch haufenweise schöner Sachen. Da hast du sowas wie ein Devil Deal. Da kannst du noch ein paar Pillen aussuchen. Da kannst du sogar in die nächste Ebene runterfallen. Das ist ein Traum. Wenn ich es nicht komplett verratze, kann ich es mit reinschneiden. Ansonsten werde ich es irgendwann machen, wenn es gut passt. Von daher, ja, gespannt sein, würde ich sagen. Oder nee, dann habt ihr es ja schon gesehen, wenn ich es drin geschnitten habe. Also so oder so, ist auf jeden Fall gut gewesen. Oder ist es noch gut? Je nachdem. Wie gesagt, wann? Je nachdem, wann. Wow, cool. Ist das nicht so schwer hier. Yes, mit Taurus. Nice. Weitergehen werde ich nicht. Ich will meine Herzen schön aufbewahren. Noch ein Herz. Oh, hätten wir den Bumfriend. Der wird so viele blaue Herzen ausspucken. Das wäre richtig cool. Aber ist leider nicht so. Na, los, komm schon. Yes. Yes. Ach, den da hinten treffe ich noch nicht. Ah, oh, was ist meine Tränen und was sind die vom Gegner, Alter? Ich sehe das ja gar nicht gerade. Okay, ich gehe schon mal beiseite und positioniere meinen Freund. Da kann ich mich hier einfach hinstellen und schießen. Also diesen Begleiter. Der wird jetzt die ganze Zeit getroffen. Yay! Und ich kann stehen bleiben! Außer natürlich, wenn er irgendwas macht, wo ich ausweichen muss. Sowas wie Gegner beschwören. Oder Brimstone! Alter, wie gemein! Ich lasse meinen Begleiter kämpfen. Der macht das. Ach ne, sie blutet gleich. Sie blutet nein! Was? Wir haben das Herz noch nicht besiegt. Wir haben nichts geschafft mit Samsung. Aber ich lasse den Run so. Man sieht einfach, das Spiel kann gemein sein. Und man schafft es nicht immer. Von daher, tja, hätten wir das andere Item nicht weggeworfen, hätten wir vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, wiederbelebt zu werden. Aber dennoch, lassen wir uns davon nicht abschrecken. Vielen Dank für euer Besuch im Keller von Isaac und im Keller von Mom. Das war zweideutig. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.